Es pulsiert beim Forstinger. Wir haben uns den Peugeot Pulsion geschnappt. Den testen wir für euch. Das soll ein schneller Roller sein, soll ein dynamischer Roller sein, der bis zu 130 km/h schaffen soll. Ich teste es für euch und ich habe gesagt, los geht's! Grüß euch, mein Name ist Tom und das ist motochecker.at, die Motorradvergleichsplattform im Internet, und heute haben wir wieder einen Peugeot-Roller im Test, den Peugeot Pulsion GT, ein besseres Modell, ein Modell, was gute Ausstattung mitbringt, ohne viel Schnickschnack, aber trotzdem genau das hat, was wir im urbanen Bereich brauchen. Ich hätte gesagt, wir starten einfach mal mit dem Motor, aber dazu gehen wir ins Fahren. Ja, Freunde, 125 Kubikroller gibt es viele auf dem Markt, doch nicht alle haben wirklich eine Leistung. Viele sind leistungsreduziert und haben dabei auch noch einen relativ hohen Spritverbrauch. Wir haben hier beim Pulsion einen pulsierenden Antrieb mit 14,5 PS und 12,5 Newtonmeter. Das bedeutet, es schiebt nach vorne bei einem Verbrauch von nur 2,5 Liter auf 100 Kilometer, also relativ spritsparend. Bei den Spritpreisen wie heute definitiv ein wichtiger Punkt. Nebenbei erwähnt, haben wir keine nervigen Fahrmodis und gleichzeitig einen Topspeed laut Tacho von 120 bis 130 km/h, je nachdem welches Körpergewicht und wie. Und ihr merkt schon, wie schnell der nach oben feuert, und das ohne viele Troubles. Zack, aus dem Winter haben wir noch ein bisschen bessere Beschleunigung und schon sind wir auf fast 100 km/h. Auch das habt ihr gerade gesehen. Blinker, die ein Warnblinksystem auslösen und damit den Hintermann signalisieren, dass wir stark ankern. Und das natürlich mit vollem ABS, also auch dahin vollste, feinste Ware. Das hier unter mir ist die GT-Variante. Das ist die bessere Variante, das ist die Premium-Variante. Es gibt noch die Active-Variante, die hat ebenfalls vorn und hinten ABS. Das Einzige, was ihr fehlt, ist das Windschild und ein paar Kleinigkeiten, die sind aber nicht weiter schlimm. Auf einer leicht abschüssigen Strecke schauen wir mal, ob er wirklich das schafft, was er verspricht. Und deswegen beschleunigen wir einfach jetzt mal durch. 60, 70, 80, 90, 100 km/h, relativ zügig. Wir müssen leider ein bisschen abbremsen. Von der Kurve durchziehen kann man nicht. So. Also 100 km/h locker, 120 km/h, ja, mit mir vielleicht nicht drauf, aber ihr seht schon, 110 macht er auch noch. Aber trotzdem, er merkt schon, er beschleunigt schon durchaus gut dahin. Also da geht schon was weiter bei dem Roller. Das passt schon. Egal ob bergauf oder bergab, guter Durchzug ist hier ziemlich schnell gewährleistet. Was macht der Roller, wenn es bergauf geht? Zieht er dann weiterhin durch. 80 km/h schaffen wir locker bergauf. Schauen wir, ob wir die 100 km/h knacken. Und ihr merkt schon, er beschleunigt dann immer so weiter dahin. Also der geht richtig gut eigentlich für einen 125er Roller. So, 90. Und immer bedenken geben, es geht noch immer bergauf. Es geht noch immer leicht bergauf. Weiter, weiter, komm, schieb. Okay, also bei 94 km/h bleibt er hängen. Okay, 94, 95 bleibt es gut mit meinen 80, 85 Kilo, je nachdem wie viel ich erst nach mittags. Finde ich das eigentlich einen ganz passablen Wert. So, klein machen, es regnet nicht ein bisschen und wir wollen nicht zu nass werden. 70, 80, ja, da merkt es schon ein bisschen bergab, unterstützt dann durch Außenroller. 96, 100 km/h. 120, 130 soll laut Herstellerangaben gehen. 110 haben wir jetzt. Schauen wir, ob es auch weiter durchbeschleunigt. 113. 113 km/h. Okay, okay. 113 km/h hätte ich jetzt als Topspeed laut Tacho gesehen. Ich hoffe, dass GPS auch an ist bei der GoPro. Dann sollten wir auch den anderen setzen. Also ihr merkt schon, 113 km/h, mehr ist jetzt da nicht wirklich drin. Also vielleicht ein bisschen zu optimistisch, 120, 130 km/h zu sagen. 170 Kilo pulsieren unter mir und treiben uns nach vorne. In den Süden, in den Norden, in den Westen. Es ist komplett egal. Im urbanen Bereich oder Überland. Das ist alles kein Thema. Doch die Frage ist, wie viel passt hier rein? Was sind hier für Reifen drauf? Und vor allem, ist die Ausstattung auch connected mit Navigation,
Das finde ich für euch heraus im Walkaround. Der Schlüssel zu eurem Glück ist Keyless Go. Einfach smart in die Hose stecken und schon an den Roller rantreten. Ihr könnt alles machen, was ihr möchtet. Wir haben grundsätzlich das Design aus der Autowelt bekommen und aber auch die smarten und intelligenten Funktionen eines guten Rollers. Grundsätzlich mal einfach Sitz aufmachen und schon seht ihr, mein Helm mit Helmsetup passt locker hier rein. Hier vorn wird wahrscheinlich noch ein kleiner Helm reinpassen, eher ein Jethelm. Zwei Integralhelme könnten sich ausgehen, aber da muss man dann schon ein bisschen zurechtdrücken. Vor allem der A-Reihe ist auch relativ hoch, sei dazu gesagt. So, dann machen wir hier wieder zu. Hinten haben wir natürlich ein ordentliches Heck. Ihr kennt vielleicht diese Lichter aus den Autos heraus. Sehr smart, schöne LED-Lichter, cool. Blinker sind eher so meh. Griffe für den Sozius sind super. Metallgriffe, da gibt es nichts zu nörgeln. Es gibt auch eine Ausstattungsvariante mit Topcase in Serie. Gibt es auch nicht immer. Und auch, was es gibt, wir haben hier vorne zwei Knöpfe. Einer hier unten zum Tanken. Einfach rein und zumachen. Knopf hier oben. Metallleichtes für die Trittbretter, sieht cool aus. Hier haben wir keine Tasche, da geht leider nichts auf. Hier drüben hingegen haben wir aber eine intelligente. Das sieht man hier sehr schön, damit der Kameramann das schön aufnehmen kann. Man muss hier das runterdrücken, um hier zu öffnen. Und hier drin haben wir dann auch direkt einen USB-Port, um unser Handy zu laden. Und ich finde das immer sehr gut zu sehen, dass auch hier sogar das große iPhone ohne Probleme reinpasst. Das ist eine ziemlich große Lade und da kann man auch sein Handy aufladen, ohne irgendwelche Troubles oder Probleme. Angenehm. Lackierungsgeschichten sind natürlich in der Farbvariante jetzt leicht grau. Es gibt es auch nochmal in Rot und aber schön eine französische Flagge. Was ist das? Das ist eine französische Produktion. Dieser Roller stammt direkt aus Frankreich und das finde ich auch gut. Europäische Produktion gar nicht mal schlecht. Vorne LED, überall wo ihr hinschauen könnt. Es steht auch hier so schön nochmal ein Scheinwerfer drin. Full LED Technology. Also wir haben hier wirklich nur LED verbaut. Sehr cool. Schönes Peugeot-Logo, schöne Gitter hier vorne. Es sieht dynamisch aus, es fährt sich auch so. Wir haben vorne ein 14-Zoll-Rad und hinten haben wir nur ein 13-Zoll-Rad, soweit ich das in den Unterlagen gelesen habe. Genau, ein 13-Zoll-Rad. Das 13-Zoll-Rad, klar, mehr Platz im Kofferraum. Das 15-Zoll-Rad für mehr Dynamik im urbanen Bereich. Und so fährt er sich auch. Er ist ein sehr dynamisch fahrbares Fahrzeug, was sich durch die Ecken und Kanten dieser Städte windet. Ich fand es auch lustig, ein bisschen über Land zu fahren, weil ich musste eine Stelle finden, wo ich eben den Topspeed machen konnte. Und das war eigentlich sehr entspannt möglich mit ihm, ohne viel Hickhack, ohne viel Probleme. Auch schön noch, kleines Detail am Rande, hier Sozius Fußrasten, genauso wie bei der Kispi aus Metall. Coole Sache. Ein Durchstiegsroller, einfach und unkompliziert, mit hier nochmal ein kleines Häkchen. Man merkt dann einfach, Peugeot baut seit Jahren Roller und verbindet in diesem Roller eigentlich alles das Know-how, was sie haben, ohne unnötige Komplikationen reinzubringen. Irgendwelche unnötigen Fahrmodis, irgendwelche unnötigen wertlosen Start-Stopp-Automaten, die mir nur am Nerv gehen. Ich hasse Start-Stopp. Das ist alles hier nicht drinnen und das macht den Roller eigentlich so gut für mich und macht ihn so fahrbar für mich. Ein Feature, über das wir noch nicht gesprochen haben, ist die Konnektivität, die dieser Roller hat. Wir haben hier einerseits die Möglichkeit, unsere Nachrichten angezeigt zu bekommen. Andererseits haben wir eine Turn-by-Turn-Navigation. Das bedeutet, wir werden angezeigt, in wie vielen Metern wir abbiegen müssen, rechts oder links. Und sogar mit Geschwindigkeitserkennung, also im Sinne von, die App übermittelt die Geschwindigkeit, die man dort fahren darf. Und die App erzählt einem das. Ich weiß leider persönlich noch nicht, wie das funktioniert. Wir haben es jetzt nur einmal gezeigt bekommen im Demo-Modus. Ausprobieren konnten wir es leider heute nicht. Aber an sich eine coole Sache, dass diese Rolle das verfügt. Und in dem Modus sieht man auch ungefähr, wie das aussieht. Wenn die Verbindung stabil ist, wenn die App gut funktioniert, ist das ein schönes Feature. Was meint ihr? Ich hätte gesagt, wir springen zurück ins Fahren. Zurück aus dem Walkaround geht es natürlich dann um die Details am Rande. Und hier gibt es beim Roller schon einiges. Wir hatten ja den Kispi, der war relativ rudimentär ausgestattet. Das war ein einfacher und unkomplizierter Roller. Der hier behält das einfach und unkompliziert bei, hat aber gleichzeitig dann auch einiges an Features, die ich so gerne habe, die meinen Komfort erhöhen, die meinen Lifestyle so ein bisschen verbessern. Grundsätzlich mal haben wir ein ordentliches Windschild, das für meine Größe aber etwas zu niedrig ist. Also ich merke hier, ich habe direkt am Helm die Windabrisskante und das ist von der Größe her ein bisschen doof. Wenn ich weiter runter gehe, wäre es besser. Also im Zubehör vielleicht ein größeres Windschild kaufen und schon seid ihr da gut dabei. Auch hat es ein ordentliches Display-Element bekommen und da muss man sagen, Tankanzeige eine ordentliche, eine Reichweitenanzeige, eine Verbrauchsanzeige, eine Batterieanzeige, Temperatursanzeige, Datumsanzeige, Geschwindigkeitsanzeige und natürlich eine Uhr haben wir verbaut. Also alles, was du brauchst,
um einfach durch den Alltag zu kommen und das komfortabel. Gleichzeitig über die Handykonnektivität haben wir ja schon gesprochen und gleichzeitig beim Dash haben wir noch eine Drehzahlanzeige, eine Geschwindigkeitsanzeige und wenn ihr hier schaut, haben wir auch eine richtig starke Beleuchtung, die mich persönlich auch ziemlich glücklich macht, weil sie einfach optisch hochwertiger wirkt. Allgemein muss man sagen, dass die Verarbeitung von dem Roller durchaus eine andere Liga ist. Man merkt, dass Peugeot eine der ältesten, noch immer produzierendsten Marken ist am Motorradmarkt bzw. am Rollermarkt. Was mir auch bei dem Roller extrem positiv aufgefallen ist, sind die Bremsen. Ich muss sagen, erstaunlich, wie gut die funktionieren und wie sauber das ABS reinregelt. Normal ist das meistens ein sehr unsanftes ABS bzw. ein sofort spürbares ABS. Hier spürst du es eigentlich relativ spät und die Bremskraft bleibt beim Roller permanent eigentlich ziemlich, ziemlich hoch. Am Ende entscheiden immer die Goldstückerl in eurem Portemonnaie, ob dieses wunderschöne Ding euer eigen ist. Und das gibt es wie immer in der Kompression, wo nochmal alles zusammengefasst ist, ob der Roller für euch die richtige Wahl ist. Los geht's! 5.199 Goldstückerl brauchst du im Geldtascherl, um das dein eigen zu nennen. Dafür bekommst du einen urbanen Stadtroller, der dynamisch fahrbar ist, der durchaus Speed hat, aber keine 120, 130 geht. Wir haben es eh gesehen, leicht bergab, 110, 112 km/h war dann Schluss. Aber er hat eine gute Ausstattung. Die Bremsen haben mich echt überzeugt, dass es eine gute, stabile Bremse, mit der ich Spaß haben kann. Es ist ein gutes ABS verbaut. Er hat einen stabilen, ruhig laufenden Motor und bis 80 km/h zieht er ordentlich nach oben. Ab dann ist es okay. Ausstattung ist auch gut. Smart Key Funktion, Keyless Go und die Handy-Konnektivität zeichnen ihn auf jeden Fall aus. Ich würde jetzt gerne noch ein größeres Windschild ausprobieren, beziehungsweise ein Active ohne Windschild, ob das für mich im Helm ein angenehmeres Gefühl macht. Ich bin halt 1,80, 1,83 und vielleicht nicht die optimale Baugröße für diesen Roller. Ansonsten auf jeden Fall positives Fazit. Ich hätte gesagt, ihr geht es nochmal ausprobieren und sagt mal dann, was ihr davon haltet. Mein Name ist Tom, danke fürs Zusehen, haut rein und pfiat euch!